ich bin schauchig, weil niemand versteht, was sie eigentlich sagen. So scheißex und immer dasselbe. Das ist ja so. Mann, Juli, wieso sind wir eigentlich hierher gekommen? Das ist voll eklig hier und WLAN haben wir auch keins. Ist hier nicht auch überall Zecken? Oh mein Gott, es gibt hier Bären, oder? Was, wenn die uns fressen? Hier! Wo sind die? Oh mein Gott, wo sind die Bären? Und die ganzen Mücken, die stören einen auch voll. Warte, schau. Oh mein Gott. Dieser Baum. Wenn mir von diesem Baum ein Tannenzapfen auf die Brille fällt oder auf den Zopf, ich sag's dir, ich hab ungelogen 1,5 Stunden für diesen Zopf gebraucht. Ich bring ihn um. Oh, schau mal. Die Dornen haben einfach meinen tollen Pullover kaputt gemacht. Das ist so schlimm. Ich sag's dir, ich kann nicht mehr. Die haben halt, sind auch nur alte Opis. Die ganzen Hotten Boys sind alle in der Disco und wir laufen hier irgendwo durchs Dickicht. Also ich bräuchte doch echt mal neue Farbe hier. Neue Gelnägel. Oh mein Gott, blau würde dir so gut stehen. Oh mein Gott, Eva! Alles okay? Oh mein Gott, alles okay? Komm hoch. Ja, ja, bei mir passt alles. Aber schau mal, was wir dem Wald eigentlich antun. Och nee, jetzt fange ich schon wieder mit dem Öko-Quatsch an. Oh mein Gott, Eva. Der Baum hat deine Nagelschere gemopst. Blöder Baum. Nein, nein, du tust hier voll dem Wald weh. Wie kommst du drauf? Ich meine, wieso sollten wir es überhaupt schützen? Den braucht doch eh kein Mensch. Hier sind nur stinkende Tiere und die Tiere schminken sich nicht mal. Hast du schon mal ein Tier gesehen, das ein Influencer ist? Ja, aber wir brauchen den Wald doch. Nee, also ganz im Ernst, da komme ich nicht mit. Hier könnte ein super Shopping-Mall stehen. Mensch, mach mal her. Ja, aber wenn die Tiere keinen Wald mehr haben, dann müssen sie vielleicht in dein Zimmer ziehen. Ich finde es irgendwie unlogisch. Über meine Türschwelle kommen die Tiere doch sowieso nur in Form von Wurst. Jetzt halt mal die Luft an. Ohne den Wald könntest du eh nicht atmen. Die Bäume im Wald machen für uns die Luft sauber. Ist wie mit dem Abschminken. Der ganze Dreck der Autos wird vom Wald wieder rausgefiltert, sodass wir frische Luft zum Atmen haben. Stell dir vor, in ein paar Jahren, wenn es weiter so geht, dann stirbt der Wald, dann sterben die Tiere und dann, wer macht dann für unsere Enkelkinder die Luft sauber? Was willst du? Basic Luft, 40 Euro. Kein Geld, kein Stopp. Okay, also wenn ich jetzt ganz lange überlege, vielleicht hast du doch recht. Schneid mal ab. Ja. Perfekt.